So, das wäre ein großer Salat Nizza. Was darf ich Ihnen denn zum Trinken bringen? Also wir hätten eine Bio-Apfelschorle, Bio-Johannisbeere, Birnenschorle, Hollerschorle, Cola Fanta Spezi und mehr als 25 verschiedene Weine. Dann nehme ich, probiere ich die Bio-Johannisbeere. Gerne, danke. Dankeschön. Kennen Sie das auch, dass Sie im Restaurant sitzen und nicht wissen, was Sie essen sollen? Was nehmen wir jetzt heute? Nehmen wir den Zander oder lieber die Forelle? Ein Steak oder lieber den Salat mit Putenbruststreifen? Wenn ich dann die Servicekraft frage, was soll ich nehmen, was ist denn lecker, antwortet diese oftmals, ja alles eben. Beratung heißt doch verkaufen. Es ist doch Aufgabe der Servicekraft, den Gästen bei ihrer Auswahl zu helfen. Den meisten fällt das nämlich schwer. Und wir machen es auch nicht leichter, wenn wir ihnen im Service jetzt auch noch die Speisekarte vorlesen. Hilf mir lieber, Entscheidungen zu treffen und sag mir, was jetzt noch besonders lecker ist oder was jetzt dazu passt. Natürlich hat eine gewisse Auswahl ihre Berechtigung. Nur hilft mir die Servicekraft nicht weiter, wenn sie mir die direkt bei der Bestellung einfach nur aufzählt. Was mir aber tatsächlich weiterhilft, das ist eine Empfehlung. Was zum Beispiel die Servicekraft jetzt selbst nehmen würde, was die anderen Gäste gerne mögen oder was jetzt einfach nur passt. Mit anderen Worten, gib mir einen Tipp. So, dann wäre das der große Salat Nizza. Ich würde Ihnen zu dem Salat eine Bio-Apfelschorle empfehlen. Die passt nämlich super dazu. Das hört sich doch sehr gut an. Dann nehme ich die. Vielen Dank. Gerne. Dankeschön.